Kurz und knapp, Qigong und Sexualität. Was gibt's dazu zu sagen? Herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Korno, falls du mich noch nicht kennst. Ich bin Qigong-Lehrer hier auf YouTube und seit über 20 Jahren deutschlandweit in Kursen und Seminaren unterwegs. Autor des Buches Qigong für Dummies. Wenn du was lesen willst, in der Beschreibung unten habe ich dir einen Link für das Buch reingepackt. Ja, heute geht es um das Thema Sexualität und Qigong. Kurz und knapp. Ich habe es mir selber schon gesagt, kurz und knapp, denn ich merke schon, darüber könnte ich stundenlang reden. Es gibt sehr viele Aspekte, auf die man dabei eingehen kann. Ich versuche es mal knapp zu halten und beginne mit der Frage, Sexualität ja oder nein beim Qigong? Also ist Qigong generell sexualitätsfeindlich, wenn ja, warum? Oder freundlich, wenn ja, warum? Oder hat Qigong gar keine Meinung dazu und sagt sich, es geht nur um die 5 Übungen des Wudang Qigong, der Rest ist egal? Zuallererst als kleiner Hinweis, wieder mal, es gibt, wenn du das noch nicht weißt, hunderte von verschiedenen Qigong-Schulen. Das heißt, ich bin Vertreter der Wudang-Neidangong-Schule nach Großmeister Dan Gongzhong aus dem Wudang-Gebirge. Das ist ein Schulzweig. Und es gibt aber ganz, ganz viele verschiedene Qigong-Schulen und damit auch Lehrmeinungen. Und die prallen beim Thema Sexualität oft aufeinander, dass da die Qigong-Meister nicht einer Meinung sind. Oder auch wenn du dich ausbilden lässt als Qigong-Schüler bei einem Lehrer, Lehrerin, bei einer Meisterin, Meister, dass du ganz unterschiedlich diese Thematik präsentiert bekommst. Und einige sagen dir, sei enthaltsam, spare dir die Kraft. Das ist ein Klassiker beim Qigong, dass man sagt, spare dir diese sexuelle Kraft, hab keinen Sex, verzichte auf Sex und benutze diese Energie, um deine eigene Körper- und Geistenergie zu transzendieren, weiterzuentwickeln. Stichwort Erleuchtung und goldene Perle und wie man das Ganze auch immer nennen mag. Das heißt, so die höchsten hehren Ziele im Qigong, die man ungefähr so mit Erleuchtung oder im Volksmund würde man eher so Nirvana, Erleuchtung und sowas sagen, im Daoismus oder im Qigong. Da spricht man dann oft von der Drachenperle oder von der Perle, die man erzeugt oder von der Unsterblichkeit, die man erlangt. Und dass man dafür die sexuelle Energie transformieren muss. Das heißt also nicht einfach dem Trieb zu folgen und Sex zu haben und diese Energie in Form von Sperma oder Scheidenflüssigkeit zu verlieren, sondern zu sammeln und mit dieser Kraft im Innern zu arbeiten. Das ist eine Lehrmeinung, die im Qigong sehr weit vertreten ist. Und auch in meiner Schule, Wudang Neidan Gong, kann man so arbeiten. Und es gibt dafür die klassische 100-Tage-Übung. Das heißt, so wie ich es kennengelernt habe von meinem Meister, war das nicht das Ideal. Hab nie mehr Sex und gebraucht diese Energie für was Besseres, Stichwort Zölibat. Sondern er macht daraus eine zeitweilige Übung. Und das finde ich, daraus wird ein spannendes Experiment. Das heißt, Qigong ist nicht, aus meiner Sicht nicht sexualfeindlich und auch nicht so, dass man sagt im Qigong, unterdrücke deine Sexualität, aber lerne deine Sexualität kennen. Zum einen natürlich durch Sex, das ist eine Möglichkeit. Wie fühlt sich das an, Sex zu haben? Energetisch und auch davor und danach, die Unterschiede, wie fühle ich mich danach? Und dass man Sex auch als Qigong-Übung sehen kann und auch Sex sehr achtsam und liebevoll machen kann oder auch einfach, nennen wir das Kind beim Namen, rammeln geht auch. Auch da gibt es verschiedenste Varianten, wie wir damit umgehen können. Nur aus meiner Sicht ist es spannend und sehr, sehr hilfreich, wenn wir uns intensiv mit Qigong beschäftigen und sagen, wow, ich bin Fan, dann würde ich sagen, probier es mal 30 Tage oder der Klassiker 100 Tage lang aus, keinen Sex zu haben. Ist natürlich schwierig bis unmöglich, wenn du in einer Partnerschaft bist und deine Partnerin oder Partner nicht Qigong machen möchte und an diesem Experiment nicht teilnehmen möchte, dann würde ich davon abraten, eine 100-Tage-Übung zu machen. Das kann zu Beziehungskrisen führen. Aber wenn du in der, ich will jetzt nicht sagen glücklichen Lage bist, dass du das auf jeden Fall ausprobieren kannst, ohne weitere Schwierigkeiten, würde ich dir das auf Dauer mal raten. Aber nicht, um das auszuprobieren, um dann zu sehen, ich sollte nie mehr Sex haben. Natürlich, wenn du keinen Sex machen möchtest, lass es bleiben. Aber es geht nochmal wiederholend nicht darum, Sexualität zu unterdrücken, sondern diese Kraft im Innern. Also Sexualität als Kraft kennenzulernen und wahrzunehmen und nicht nur, ich habe Bock, ich habe Lust oder finde den Kerl cool oder die Frau sexy, sondern
dass wir da eine Stufe tiefer gehen und sagen, wie fühlt sich diese Kraft an? Und das spüren wir meistens erst, wenn wir die Sexualität zurückhalten, dass wir die sozusagen diese sexuelle Kraft sammeln und aus dieser Sammlung heraus dann spüren, wie Gedanken der Geilheit zum Beispiel in den Kopf kommen oder was auch immer, aber dass wir merken, was macht das mit uns und wie stark ist diese Kraft. Und das ist aus meiner Sicht die wichtigste Lektion beim Thema Qigong und Sexualität, zu wissen, wie wirkt Sexualität auf uns und vor allem der Sexualtrieb. Und die Sexualität, also diese Kraft und damit auch das Jing zu schützen und zu sammeln und nicht Sex zu haben, das finde ich ist eine solch fortgeschrittene Übung, die würde ich, wie gesagt, nur zeitweise empfehlen und auch nur wirklich für Leute, die das normalerweise dies beruflich machen. Das heißt, dann Qigong-Lehrer sind oder wirklich auch Energiemassagen, Energietreatments geben, dass es für solche Menschen wichtig ist, sich damit noch besser auszukennen. Für den 0815 normal Qigong-Übenden und begeisterten Qigong-Fan ist das nicht nötig, sondern wie gesagt, kann auch nur sein, um mal einfach als Selbsterfahrung das auszuprobieren. Aber wie gesagt, mit dem Hinweis, es gibt auch Qigong-Arten, die sagen, so ähnlich wie beim Tantra, es gibt sogar Qigong-Übungen beim Sex, die man als Mann und Frau miteinander machen kann, um die Energien miteinander verschmelzen zu lassen und potenzieren zu lassen. Das heißt, es gibt auch Qigong-Sex-Übungen. Dann ist natürlich sofort die Frage, ja, das will ich, ich will das. Es gibt so immer zwei Geschichten, wo viele Qigong-Schüler sagen, ja, die Übung, wo die Augen groß werden. Einmal bei sogenannten so Qigong-Todesstoß, wie Selbstverteidigung, wenn man auf der Straße angegriffen wird. Den einen Griff, mit dem man jeden Gegner lahmlegt. Und da sagte mein Meister, das zeige ich euch nicht, weil manchmal Männer zu stolz sind. Und diese Technik, diese Todestechnik, die sollte man nicht einfach so im Qigong-Kurs weitergeben, sondern lieber lernen, im Inneren Gleichgewicht zu machen, als wie kann ich anderen wehtun, andere verletzen. Und wenn man sagt, ja, ich will das aber doch nur für Selbstverteidigung. Mein Meister hat diese Übung nicht gegeben. Und auch beim Sex, wo dann Leute fragen, ja, wir wollen Übungen für Sex haben, Übungen für Sex. Dass er dann auch sagte, nee, da gebe ich euch keine Übungen für. Und ich kann auch verstehen, warum. Weil ich glaube, dass viele dann das als Vorwand nehmen würden, um sagen wir es mal sozusagen, ich mache Qigong, aber in Wirklichkeit nur ihren Trieben folgen, was erstmal nicht schlimm ist, überhaupt nicht, nur wenn man das dann Qigong nennt, aber in Wirklichkeit ist es nur den eigenen Trieben folgen und nicht mit Energie umgehen und sie anders behandeln, da verstehe ich, warum mein Meister da wenig Vertrauen oder Interesse hat und sagte, Mensch, die 5 Übungen, die reichen doch, damit kannst du doch arbeiten und was willst du denn noch viel mehr in Richtung Gewalt oder in Richtung Sex an Qigong-Übungen? Aber ganz ehrlich, ich hätte trotzdem gern mal von ihm so eine Übung, einfach um zu wissen, wie das so aussieht. Und hätte ich gern mal von ihm so eine Übung gelernt. Oder dass er mal erzählt, wie arbeitet man da im Wudang Qigong mit. Aber es gibt ja sehr viele Bücher, wo Sexualpraktiken aus dem Daoismus stehen und geschrieben sind. Das heißt, ich kenne durchaus einige Übungen, aber habe die von meinem Meister nicht direkt bekommen und daher habe ich auch darauf verzichtet, die selbst zu lernen. Das heißt, wenn es dir ganz wesentlich ist, Sexualpraktiken mit dem Qigong zu verbinden und das ist dein einziges Interesse, was du hast, dann wirst du sicherlich im Internet fündig und bei gewissen Büchern fündig. Gib das dann einfach mal ein, Taoismus oder Daoismus und Sexualität. Und da gibt es sicherlich einige Übungsanleitungen, die du da im Internet leicht finden kannst. Aber wie gesagt, aus unserer Schule, von meiner Linie aus gesehen, haben wir da keinerlei spezielle Übungen, die wir an Schüler weitergeben. Da bleiben wir wirklich bei den 5 Übungen und dann später bei Meditation. So viel zum Thema Sexualität und Qigong. Wir sind also beim Wudang Qigong nicht sexualfeindlich, wir lieben Sexualität. Aber wir machen auch Forschung damit, wie es ist, mal keinen Sex zu haben und was das mit unserem Energiesystem so anstellt. Und wenn du Lust hast, sei dabei und probier es mal aus. Schreib mir gerne auch in die Kommentare rein, wenn du schon Erfahrung hast mit Enthaltsamkeit und mit Qigong und Sex oder selber schon Übungen gemacht hast und wie sich das angefühlt hat. Ich bin sehr gespannt und freue mich ansonsten auf dich im nächsten Video. Bis dann. Ciao.